Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Heute soll es mal um ein Hausmittel gehen, welches schon seit gar Jahrhunderten immer wieder benutzt wird. Das ist nicht ein Hausmittel, aber das Ganze nennt sich Wicke. Und ich denke, jeder von euch kennt das in unterschiedlichsten Formen. Beispielsweise die Quarkwickel sind so die bekanntesten Wickel, die man anwenden kann und die auch ihre Berechtigung haben. Und so möchte ich euch heute mal verschiedenste Wickelformen vorstellen und euch auch erklären, warum diese oftmals eine deutlich bessere Alternative sind zu Salben, die ihr sonst kaufen könnt. Auch gegen Entzündungen, auch gegen Schmerzen. Der erste Wickel, den ich ansprechen möchte, habe ich gerade schon, das ist der Quarkwickel. Quark hat die Eigenschaft, dass eben mit dem Quark Schwellungen rausgezogen werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine sehr, sehr warme Schwellung habt, also eine Entzündung, die eben da auch vielleicht drin ist, weil ihr entsprechend einen bakteriellen Herd drin habt oder generell einfach das Ganze mal beruhigen wollt, dann sind Quarkwickel wirklich sehr, sehr gut geeignet. Wie macht ihr das? Ihr nehmt ein Stofftuch, ein Baumwolltuch, nimmt da entsprechend viel Quark drauf, also es muss sehr, sehr viel Quark sein und schaut, dass ihr den Quark dann einmal auf dieses Tuch ausbreitet und dann tatsächlich den Quark direkt auf die jeweilige Stelle. Also gerade beispielsweise auch am Knie sehr, sehr gut geeignet oder wobei man es natürlich auch so ein bisschen anwenden kann, ist, um ja das Fieber nicht so hoch werden zu lassen. Ich sage ja immer wieder, dass es wichtig ist, dass man Fieber bekommt und dass man dieses Fieber auch braucht, damit eben ja die Bakterien wirklich zerstört werden. Aber wenn es dann doch mal in Anführungsstrichen zu extrem wird, kann man hier mit Quarkwickel ziemlich schnell auch die Körpertemperatur wieder um ein Minimum, sage ich mal, senken, aber dieses Minimum reicht auf jeden Fall oftmals aus, um dann eben diese ganz hohen Peaks vom Fieber ja wieder wegzubekommen. Also Quarkwickel wirklich entweder für Fieber oder für Entzündungen, die sich irgendwo am Knie, am Sprunggelenk oder vielleicht auch an der Schulter befinden. Die nächste Sache, das kennt sicherlich nicht jeder von euch, ist einmal ein Senfwickel. Jetzt denkt sich jeder, da nehme ich dann jetzt ein Baumwolltuch und schmier da ein bisschen Senf drauf. Nein, nicht ganz, denn ihr solltet hierzu frische Senfkörner nehmen und diese Senfkörner erst einmal mahlen, sodass ihr dann Senfmehl bekommt. Und mit diesem Senfmehl macht ihr Folgendes, dass ihr euch auch wieder ein Baumwolltuch nehmt, das am besten erstmal ein bisschen feucht macht und dann auch hier wieder auf eine jeweilige schmerzende oder eben auch ja bewegungseingeschränkte Struktur zu legen. Denn der Senf hat die Eigenschaft, dass er natürlich sehr warm wird. Und gerade diese kurze, ja sehr prägnante Wärme, wenn dann auch frische Senfkörner gemahlen werden, sind oftmals gut, um einerseits den Schmerz ein bisschen zu lösen oder aber auch eben Bewegungseinschränkungen, sodass schlagartig mehr Muskulatur durchblutet wird und die Bewegungseinschränkung damit erstmal verbessert wird. Das Ganze würde ich dann immer unterstützen, danach auch noch mit den Übungen, sage ich mal, fixieren, dass sich da direkt aus diesem erwärmten, aus diesem lockeren Zustand etwas machen kann. Ich sage ja immer wieder, dass Wärme an sich nicht gut ist, vor allem wenn Schmerzen da sind. Ja, das ist auch so, aber damit meine ich eben eine lokale Wärme, die jetzt beispielsweise durch eine Wärmflasche oder ein Kirschkernkissen ausgelöst wird. Bei einer Senfauflage wiederum oder wenn ihr auch mit Chili arbeitet, ist das Ganze ein bisschen etwas anderes, weil dadurch eben eure eigene Haut, euer eigenes Gewebe reagiert und es eine andere Wärme darstellt, wie jetzt beispielsweise eine Wärmflasche. Da würde ich aber trotzdem darauf achten, dass ihr das Ganze bitte nicht zu lange drauf lasst mit einem Senfwickel.
Das heißt maximal 10 bis 15 Minuten. Das wird dann wirklich anfangen zu brennen. Ihr solltet das auf jeden Fall erst einmal ein bisschen aushalten können und dann nehmt ihr das Ganze auch wieder runter. Ich würde es danach auch gar nicht abwaschen, denn wenn so eine, sage ich mal, Restschärfe da bestehen bleibt, wird die Muskulatur weiter durchblutet und ihr habt dann in der Regel noch mal ein bisschen besseren, ja, Benefit bzw. ein besseres Ergebnis. Die nächste Variante kennen wieder einige, gehe ich mal schwer davon aus. Was hat die Großmutter früher schon gemacht, wenn man Ohrenschmerzen hatte, Mittelohrentzündung hatte? Richtig, sie hat entsprechend eine Zwiebel genommen, hat diese sehr, sehr klein gehackt und hat sie in ein kleines Säckchen gegeben. Und dann hat man sich das Ganze entweder ans Ohr gehoben oder man hat es da irgendwo festgebunden. Gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit einer kleinen Schnur das Ganze einfach schön über das Ohr zu hängen. Gibt auch die Möglichkeit, hier so eine Baumwollmütze zu nehmen, die relativ eng ist, diese drüber zu machen und das Säckchen, was man geformt hat, wo sich die Zwiebeln drin befinden, einmal wirklich zentral aufs Ohr drauf, Mütze drüber und dann erstmal abwarten. Das Ganze sollte man auf jeden Fall mehrmals täglich anwenden, um einen Erfolg zu haben. Was passiert mit dem Inhaltsstoff der Zwiebel bzw. wofür ist der da? Um natürlich hier bakterielle und virale Herde entsprechend zu behandeln und natürlich hat die Zwiebel mit ihrem Saft eine sehr antibakterielle Wirkung, die eben ja auch gegen Mittelohrentzündungen sehr, sehr gut helfen können. Ich persönlich hatte früher sehr, sehr oft Mittelohrentzündungen und da gab es ab und zu auch mal eine Zwiebel so gesehen ans Ohr bzw. ins Ohr und das hat auch schon nach kurzer Zeit wirklich etwas gebracht. Deswegen kann ich das auch aus eigener Erfahrung definitiv weiterempfehlen. Und dann gibt es noch eine Variante, die war mir überhaupt nicht geläufig, habe mich aber in das Thema eingelesen und fand es dann sehr, sehr interessant. Und zwar gibt es die Möglichkeit, auch Kohlwickel zu machen. Habe ich noch nie was davon gehört oder gesehen. Und im Speziellen kann man hierzu zum Beispiel Würsing nehmen. Diesen Würsing schneidet man einmal so auf, dass die Außenblätter wegkommen. Und das, was dann innen da ist, wird im Prinzip einmal schön auseinandergehackt, aber so, dass ihr trotzdem noch zum Schluss Blätter habt. Also am besten einmal den Strunk raus und dann auseinanderpflücken oder eben entsprechend ein bisschen durchschneiden. Wichtig ist, dass ihr zum Schluss eine Oberfläche habt und es nicht komplett klein macht. Was ihr dann macht, ist ein Nudelholz nehmen und mit diesem Nudelholz so lange auf der Würsingmasse rumrollen, bis ihr seht, dass Saft austritt. Dann nehmt ihr diese Blätter und legt diese auf die jeweilige Stelle, die ihr damit behandeln wollt. Wofür ist es geeignet? Auch hier wieder antibakteriell, also gegen Entzündungen, die einen bakteriellen Herd haben und auch gegen entsprechende Schwellungen. Also das ist so das Pendant zu den Quarkwickeln. Und wenn ihr dann die Blätter da verteilt habt, nehmt ihr eine Frischhaltefolie, wickelt diese wirklich kräftig drumherum, dass der Saft da auch bleibt und dann könnt ihr es beispielsweise auch noch mit einem Baumwolltuch ebenso abdecken. Auch das sollte mehrmals täglich angewendet werden oder eben tatsächlich immer über die Nacht. Das gleiche gilt auch hier für die Zwiebel. Wenn man das über die Nacht macht, dann reicht es in der Regel aufgrund dieser langen Dauer, eben wenn man nur das ja über die Nacht macht. Da muss man jetzt nicht zwei bis dreimal am Tag das Ganze durchführen, vor allem bei einer Zwiebel. Immer ein bisschen problematisch, gerade die, die vielleicht erstens keine Zwiebel mögen, die den Geruch nicht mögen. Und ja, dann ist es natürlich auch immer noch eine Sache des Umfeldes. Wenn man da jetzt im Büro sitzt, im Großraumbüro und man dann ja zwei, drei Stunden immer wieder sich da eine neue Säckchen bereitstellt mit Zwiebel drin und das sich an das Ohr hält, dann ist es natürlich eine ja duftende Sache im ganzen Großraumbüro. Deswegen über die Nacht reicht eigentlich vollkommen aus. Die 6, 7, 8 Stunden, die ihr da habt,
da verflüchtigt sich das Ganze, die ganzen ätherischen Öle gehen im Prinzip in das Ohr rein und dann habt ihr normalerweise, wenn ihr das 2-3 Tage anwendet, auch schon einen großen Erfolg, gerade wenn es um Ohrenschmerzen geht. Mich würde jetzt mal natürlich interessieren, welche von diesen Wickeln ihr erstens kanntet und zweitens, ob ihr diese dann auch schon mal angewendet habt und ob sie euch etwas gebracht haben, weil schlussendlich ist das Ganze ja nur wirklich sinnvoll, wenn es dann auch ein entsprechendes Ergebnis bringt. Eure jeweilige Meinung zu diesem Thema und eure jeweilige Situation bitte in die Kommentarsektion unter dem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und solltest du Freunde und Bekannte haben, die mittlerweile nur noch mit Salben sich irgendwo einschmieren und weggekommen sind, vielleicht auch von diesem Thema Wickel, dann bringe mit diesem Video doch deinen Freunden oder Bekannten dieses Thema wieder nahe. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol es doch bitte jetzt nach, um auch täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder.